Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut ist am Abend von einer Serie von Explosionen erschüttert worden. Auf mehrere Geschäfte, die Christen gehören und in denen überwiegend Ausländer einkaufen, wurden Sprengstoffanschläge verübt. Es gab einen Toten und mehrere Verletzte. Unter den Einwohnern in den betroffenen Straßen brach Panik aus. Die Feuerwehr hatte Mühe, die Brände unter Kontrolle zu bringen. Hinter den Anschlägen werden islamische Fanatiker vermutet, die seit längerem eine Kampagne gegen westliche Einflüsse führen. Die USA sind offensichtlich entschlossen, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die UNESCO, zu verlassen. Das Generalsekretariat in Paris ist davon, wie verlautete, im Laufe des vergangenen Tages unterrichtet worden. In Washington soll die Entscheidung heute bekannt gegeben werden. Die Amerikaner haben sich wiederholt über eine wachsende Politisierung der Organisation und über deren teuren Verwaltungsapparat beklagt. Mit einem 25%-Anteil sind die USA der größte Beitragszahler. Die Kündigung kann entsprechend den Bestimmungen der UNESCO erst Ende 1984 wirksam werden. Auf die Bundesregierung kommt wahrscheinlich ein jahrelanger Rechtsstreit mit dem Flick-Konzern zu. Das Düsseldorfer Unternehmen hat es abgelehnt, 450 Millionen Mark Steuern nachzuzahlen und Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben. Die Summe war dem Konzern in den 70er Jahren gestundet worden, als Flick sich an einem amerikanischen Unternehmen beteiligte. Über eine Finanzanlage ist die Zusammenarbeit aber kaum hinausgekommen. Die an den Steuernachlass geknüpften Bedingungen sah die Bundesregierung damit als nicht erfüllt an. Sie widerrief jetzt ihre damaligen Bescheide. Im bevorstehenden Rechtsstreit dürfte es zunächst vor allem um die Frage gehen, ob die Bundesregierung, wie von Flick behauptet, die Frist für den Widerruf versäumt hat. Ein kurzer Überblick über weitere Meldungen des vergangenen Tages. In Abwesenheit des erkrankten Staats- und Parteichefs Andropow hat der oberste Sowjet, die Volksvertretung der Sowjetunion, die Beratungen über den Wirtschaftsplan und den Haushalt für das nächste Jahr aufgenommen. Wirbel macht in Israel der Vorschlag von Finanzminister Cohen Orgat, mit Blick auf die Finanzschwierigkeiten des Landes, den Bau neuer Siedlungen in Westjordanien vorübergehend zu stoppen. Für eine EG-Wirtschaftshilfe an Grenada hat sich der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Strauß ausgesprochen, der von Miami aus einen Abstecher auf die Karibikinsel machte. Nach seiner Rückkehr aus den USA wurde Ulf Merbold, der erste Raumfahrer der Bundesrepublik, in Stuttgart vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Späth mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet. Die Teuerungsrate lag nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in diesem Jahr nur noch bei 3%, nach 5,9% 1981 und 5,3% 1982. Die Gewinnzahlen im Mittwochslotto 7 aus 38, 7, 8, 11, 17, 25, 33, 36. Zusatzzahl ist 31. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 5, 3, 7, 4, 2, 4, 8. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Donnerstag, den 29. Dezember. Im Norden bedeckt und zeitweise Regen. Im Süden wolkig mit nach Südwesten hin zunehmenden Aufheiterungen und trocken. Im Norden Tiefsttemperaturen um 6, Höchstwerte um 8 Grad. Im Süden Tiefstwerte um 3 Grad, bei Aufklaren geringer Frost. Höchstwerte 9 bis 14 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis starker und böiger Wind um West. Das waren unsere letzten Meldungen. Damit ist das Programm des Deutschen Fernsehens beendet und es ist 0.29 Uhr geworden, eine Minute vor 12:30. Hinweise auf die Sendungen von Donnerstag, dem 29. Dezember, geben wir Ihnen auf den folgenden Schrifttafeln. Und damit sagen wir Ihnen gute Nacht und schlafen Sie wohl.